Hallo Leute, ja, ich wollte euch jetzt zeigen, was ich in der Zwischenzeit, wo ihr weg wart, gemacht habe. Und zwar, das Feuer steht so mal ein bisschen mehr in dieser Ecke. Und ich habe dann hier eine Tür eingebaut, die ich also auch umgebaut habe, habe diesen Bereich erweitert, habe hier das Land gerade gemacht, ich habe hier einen Unterstand gemacht und dort ist die Tür zum Rein- und Rausgehen. Da lag noch Harz. Oh, da liegt auch noch Holz, dann nehmen wir das auch noch gerade weg. Diese Rundung, die war nämlich schon so ein bisschen eine Schwierigkeit, aber ich habe es dann am Ende perfekt hingekriegt. Und hier irgendwo ist der Fuddelkram, dass nämlich zwei Teile übereinander sind, aber ich denke, da kommt ja trotzdem keiner rein. Ne? Dann passt das erstmal, würde ich sagen. Wir müssen jetzt hier schauen, dass wir dort ja dann einen Tisch oder sowas oder eine Hochebene machen, wo wir den Bienenkorb darauf stellen können. Ne? Nach dem Logo und Großbild seid ihr dann dran. So, das heißt, ihr seid dran, das ist gut, dann guckt ihr dazu natürlich nur, ne? Aber wir holen den Hammer raus, wir machen hier bauen, wir gehen hier auf die Fußbodenplatte und überlegen, wie wir die hier hinkriegen. Oh, jetzt habe ich das wieder abgerissen, das gibt's nicht. Ich wollte eigentlich nur die Dingens drehen, sag schon, die Karte drehen. Ja, unsere Hütte ist jetzt zerstört, da brauchen wir jetzt erst eine Wand. Das war, glaube ich, diese, ne? So, jetzt haben wir das wieder heile. Jetzt muss ich noch mal da rein, den Boden haben. Der Boden muss hier irgendwo hin, ne? Ich glaube, wir werden ihn auf dieser Höhe machen, oder? Das sieht erstmal gut aus, geht. Ja, der Fokus ist wieder aus dem Fenster raus. Das ist mein Problem gerade. Das ist immer etwas schade bei dem Spiel, ne? Machen wir das so? Ja, wir machen das so. Das sieht doch erstmal gut aus, oder? So, jetzt brauche ich diese Pfähle, glaube. Und die will ich jetzt hier so drunter machen. Ne, das war schon mit gerade richtig. Ich glaube, der hat keinen sittlichen Nährwert da, ne, oder? Wie kriege ich denn jetzt. Ich möchte eigentlich nur meine Ansicht gerade so machen, dass ich sie nach unten gucken kann. Ja, super. Ich weiß nicht, ob der Pfahl da eine Wirkung hat. Ich glaube nicht. Und wenn, dann würde ich ihn sowieso jetzt gerade hier hinstellen wollen. Wo rastet er denn ein? Hier? Na komm, stellen da hin und ist gut. Sieht so aus, als ob das jetzt halten soll, ne? Jetzt brauche ich nochmal das Strohdach, was ich leider hier wieder gerade abgerissen habe. Das ist so ein bisschen schade darum, ne? Dass das alles so, ja, weiß ich nicht. Jetzt ist mein Mausfokus wieder weg, ne? Das ist in dem Spiel leider ein bisschen doof. Wenn du das aufnehmen willst, dann hast du da ein Problem, ne? So, das haben wir fertig. Rechtsklick. Was wollten wir jetzt machen? Also, wir brauchen jetzt den Bienenkorb. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir alles dafür haben und den Bienenkorb hier hinstellen können. Jetzt ist wieder mein Fokus weg. Es ist so dunkel, ich sehe gerade nicht. Da, jetzt sehe ich den Eingang. Jetzt ist das Teil richtig. Ich würde es einfach mal so hier hinstellen wollen. So. Man sagt uns das jetzt? Bienenstock leer. Bienenstock überprüfen. Also, ey, wir müssen ja die Biene haben. Warte mal. Haben wir die mit? Nö. Haben wir die irgendwo reingetan? Ich will hoffen, die ist jetzt nicht weg. Ich will hoffen, die ist nicht irgendwie gestorben, aber. Oh, das wäre jetzt der Hammer, dass ich die zu lange da in meinem Dingens hatte und dann ist die gestorben. Das wäre jetzt krass. Oder habe ich die aus Versehen irgendwo hier reingetan? Weil ich hatte eben einmal alles durchsucht. Ja, das wäre jetzt der Hammer. Wenn die Mine bei mir gestorben ist. Und das sieht ganz danach aus, oder? Nein!
Hier ist keiner. Die ist nicht mehr da. Kann das sein? Das wäre richtig ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich, wenn die jetzt weg ist. Ist dem so, dass die Bienen dann irgendwann verenden, wenn man die zu lange in seinem Rucksack hat? Na super. Boah, ist das doof. Ist dem so? Ich habe keine Ahnung. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Boah, richtig, richtig ärgerlich. Draußen regnet es natürlich. Nee, ne, oder? Das kann jetzt nicht sein. Oder ist das mit dem Bienenstock dahin? Ach, der ist leer, weil die noch keinen Honig produziert hat, ne? Der Bienenstock hätte ich sonst nicht bauen können. Nee, das passt, glaube ich, schon, ne? Ah, jetzt hatte ich aber Panik, ne? Nee, ich glaube, die Bienen brauchen mehr freie Fläche. Oh, nee. Wieso das? Wieso das? Was ist freie Fläche? Hier ist doch freie Fläche, oder? Oder doch kein Haus drumherum? Das wäre echt ärgerlich. Warte, Hammer. Das Dach abgerissen. Überprüfen. Die Bienen brauchen mehr freie Fläche. Oder habe ich zu nahe an der Rückwand gebaut? Das ist das Problem vielleicht auch. Oh. Nochmal, die Bienen brauchen mehr freie Fläche. Ich glaube, man muss dahinter gehen. Das war jetzt falsch gebaut, ne? Ich hoffe, wenn ich das jetzt abreiße, kriege ich die Biene wieder. Ja, habe ich zum Glück. Das heißt, das, was ich da gerade vorhatte, hat nicht funktioniert. Okay, nicht schlimm. Jetzt habe ich da irgendwo wieder was Falsches abgerissen. Da auch. Bauen. Ne, Palisaden. Da. Das ist schon mal fertig. Und jetzt ist wieder der Fokus aus dem Spiel raus. Jetzt habe ich ihn drin. Warte mal, aber ich habe es so rum drin gehabt, ne? So passt es. So, jetzt muss ich das alles abbauen. Ah, hier muss auch ein Pfahl sein, wo ich gerade vorlaufe. Ne? Ja. Also die Idee war schön, ne? Aber es ist leider nicht umsetzbar. Ah, jetzt habe ich das auch wieder kaputt gemacht, was ich nicht kaputt machen wollte, weil ich es teilweise halt nicht sehe, was ich da gerade mache. So, das heißt, wir müssen hier wieder eine Wand ziehen. Ich glaube, so sieht das ganz gut aus da. Ich glaube, jetzt habe ich diesen Raum hier weg, ne? So, das bedeutet, wir müssen jetzt neu überlegen, wie wir das dahin bauen. Bauen. Der Boden war ja schon gar nicht mal so schlecht in dem Sinne. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, man muss das so machen, dass das... Leider ist es wieder so dunkel geworden, ne? Warte mal, jetzt mache ich aber erst wieder so einen Boden und hoffe, dass der da jetzt so passend hier einrastet. Ich würde den jetzt gerne auf die Ecke haben. Geht das irgendwie? Ah, Einrastcorner, ja. Dann passt das schon mal. Das mag er jetzt nicht, da muss ich wahrscheinlich erst diesen Pfahl setzen.
So, jetzt noch mal das Ganze mit dem Boden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder hier. Da ist er. Passt. Passt auch. Geht der vierte auch noch hin? Sieht wohl so aus. Und jetzt brauchen wir wieder den anderen. Der soll dann dahin. Ach Gott, jetzt hat er wieder den Fokus und jetzt bin ich tatsächlich in meinem Aufnahmeprogramm ganz schlecht, ne? Nein, will ich nicht schließen, das wäre jetzt fatal. Mann. So, jetzt sehe ich auch schon bald nichts mehr. Das ist das größte Problem, was wir gerade haben. Ist das jetzt da eingerastet? Ja. Hier würde ich noch gerne einen hinhaben und den würde ich gerne abreißen. Weil ich glaube, den brauchen wir da nicht. Reicht alle zwei Platten ein, ne, oder? Wenn da noch einer ist, dann kommt der auch weg, aber da war keiner. So, jetzt ist es das, was ich haben möchte, glaube. So, dann diesen hier. Schauen wir mal, ob das jetzt unsere Lösung ist, die ich haben möchte. Ich möchte es auf jeden Fall mit so einem schrägen Dach haben, ne? Wie ich eben auch schon hatte. Und hier muss ich, ach, da hätte ich auch gleich die kleinen auswählen können, ne? Okay, hier noch einen in die Mitte. Wo ist es? Da. Mit dem Regen ist natürlich schlecht, ne? Und jetzt hier hinten noch einen. So, das haben wir. Jetzt müssen wir nochmal rechtsklicken und das Strohdach wieder haben. So, jetzt wird es spannend. Ob ich das hier im Dunkeln alles so hinkriege, wie ich mir das gerade vorstelle. Oh Mann, ey. So. Und da oben drauf, bitte. Ist es da so eingerastet? Ja, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht springe ich mal auf die Plattform. Vielleicht habe ich da bessere Karten, dann das da drauf zu kriegen. Irgendwie gefällt es mir jetzt gerade nicht. Was haben wir für Möglichkeiten? Einrastfunktion. Einrasten Bottom, ein Automatik, reinrasten Top. Das ist doch das, was ich jetzt haben wollte, oder? Jetzt muss ich doch nur einfach da gucken, dass der da auch nochmal einrastet, ne? Ist das jetzt das, was ich haben möchte? Schauen wir mal. So, vom Weiten sieht das jetzt erstmal gut aus, oder? Und im Dunkeln. So. Ich würde sagen, erstmal gut. Aber Herstellung. Wo ist hier der Eingang von dem Ding? Da. Schuss. Und jetzt? E. Die Bienen brauchen mehr Freifläche. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht darf es gar kein Dach drüber haben. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen mal erst einen Cut. Ich schaue mir mal ein Video im Internet an, wie das irgendwer anders gemacht hat. Und ich dachte immer, wenn das unter Dach. Aber die haben ein eigenes Dach, ne? Vielleicht liegt es daran, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein, ne? Wir haben schon einen neuen Tag auf jeden Fall. Sehr schön. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls ihr euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.